Ja, unser erster Aufenthalt hier in Bangkok im Hotel Chillax. Ich zeige es euch dann auch noch von außen. Zimmer Nummer 207. Nur reserviert, gebucht und bezahlt hier jetzt vor Ort. Und zwar kostet das Zimmer für zwei Nächte 113 Euro. Pool ist dabei, Gymnastik, Fitnesscenter ist mit dabei. Klimaanlage selbstverständlich. So, wir gehen erstmal hier durch. Kleiderschranken, offene, Safe, Hausschuhe, Mäntel, alles was man so braucht. So viel werden wir uns im Zimmer nicht aufhalten. Fernseh, Internet, Wasserkocher, Kaffee, Tee, zwei große bequeme Betten. Schöne indirekte Beleuchtung. Ja, ein kleiner Balkon, aber das ist mehr ein Fenster und ist Blick geht's auf die Einfahrt. So, und das Besondere, das Highlight ist dieses offene Bad hier. Das ist jetzt eine Badewanne. Es gibt natürlich eine Dusche auch noch. Ja, eine Badewanne mit Sprudel. Da kann man sein Mineralwasser machen dann hier in der Badewanne. Und es gibt natürlich einen Pool. Wie gesagt, in der sechsten Etage, den schauen wir uns dann auch noch an. Jetzt mal hier noch ins Bad. Eine große begehbare Dusche, also alles. Doppelwaschbecken. Das war's jetzt, die kleine Zimmerbegehung. Ich sage, wir schauen uns das andere noch an. Im Moment, der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Und mit diesen Bildern sage ich, ja, willkommen im Chillax Hotel Bangkok. So, hier das Foyer vom Hotel Chillax. Wir gehen mal eine Runde. Ja, das sieht alles sehr gediegen und sehr freundlich aus. Es ist sehr sauber. Und jetzt gehen wir mal raus. Ja, und hier wird es ganz schön warm. Und zwar heißt es hier Chillax Resort Bangkok. Hier gibt es einen Geldautomaten und so einen Außenrezeptionisten. Der dazugehörige Tempel hier. Ja, und da vorne, da spielt genau das Leben. Da gehen wir dann anschließend. Ich wusste, was auf uns zukommt mit dem Hotel. Ganz bewusst gebucht. Es ist ruhig, es ist zentral, es ist nicht weit zu allem und so schaut es von außen aus. Busse stehen hier vor der Tür. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, wo die hinfahren oder ob das geführte Reisen sind. So, und hier eine Garküche, wie man so schön sagt. Eines der Restaurants, wie es hier zu Tausenden gibt. Und wir werden da mit Sicherheit auch mal essen. So, aber jetzt, wenn wir schon hier sind, dann geht es auch mal nach oben. Wir schauen uns jetzt den Pool mal an. Wir fahren mal. Ja, man kann hier auch schön draußen sitzen, aber im Moment
ist es dann doch ein bisschen zu warm. Die Auszeichnungen des Hotels. So, und hier ist das Restaurant, beziehungsweise Frühstück. Speisekarte, auch richtig, sieht das richtig gut aus. Ein schöner kleiner Innenhof. Ja, das Ganze für zwei Nächte 113 €. Also bis jetzt macht es einen sehr ordentlichen Eindruck. Und ich sage bis jetzt schon mal ganz optimistisch, ja, gut. Der Aufzug hier, der führt direkt zum Pool. Ja, alles sehr übersichtlich, schön farbig. Auch hier gibt es was zu essen im Aufzug. Da ist noch eine Speisekarte, schauen wir uns hier auch nochmal an. Pad Thai Gong, Spaghetti Bolognese, Spaghetti Carbonara, Spaghetti Olio Bacon. Also auch die Gerichte, die vielleicht die Menschen dann gewohnt sind von zu Hause und dann vielleicht zu Hause essen. Oder gegessen haben. Hier gibt es auch einen Spa-Bereich, ein Fitnesscenter. Da wird gerade trainiert, deswegen schaue ich da nicht rein. So, und hier oben sind wir auch ein bisschen vorsichtig mit dem Filmen. Ja, der Pool hier ist sehr, sehr gut besucht und die Blick hier auf die Skyline von Bangkok, also einzigartig, würde ich sagen. Ja, schön. Ja, und nun kann meine Kamera beweisen, was sie denn so kann, mit wenig Licht auskommen. Am Abend nochmal am Hotelpool. Der ist bis 10 Uhr geöffnet, von 8 Uhr morgens bis um 10 Uhr. Und jetzt haben wir hier unsere Ruhe. Oh, es ist angenehm. Jetzt ist so ein Lüftchen. Es ist nicht sehr feucht, also die Luftfeuchtigkeit ist auf jeden Fall weniger wie in der Karibik, und ich sage euch, es ist hier richtig schön und man kann den Leuten da drüben oder dem Hotel direkt reinschauen. So, ich drehe euch mit euch mal eine Runde hier. Denn ich möchte doch mal. Hallo, wer ist denn da im Pool? Ja, ich möchte euch doch mal hier die Skyline noch zeigen von Bangkok. Ein Teil davon, ein kleiner Teil.
So, schauen wir mal, ob wir was sehen da drüben. Sieht richtig nobel aus. So, das ist das Video vom Hotel. Und zwar, wer es sehen möchte, der schaut sich's an. Und wer es nicht sehen möchte, der guckt ganz einfach weg. So, hier ist nochmal der Gymnastik- und Spa-Bereich. Ja, man sieht jetzt nicht viel, der ist jetzt geschlossen. Und am Tag war hier richtig was los. Handtücher gibt es selbstverständlich hier. Und auch was zu trinken, keine Angst, hier muss niemand verdursten. Erhöhte Kuschelecke hier. Und der Notausgang, wenn es mal brennt. Also wenn es brennt, würde ich in den Pool springen. Wenn ich jetzt... So, und ich gebe jetzt auch nochmal mein Bestes hier. 50 Meter Kraul. So, das war's hier vom Hotel. Die erste Unterkunft. Bis jetzt sind wir zufrieden. Ich werde euch dann morgen weiter berichten. Ansonsten, hasta luego, macht's gut und bis dann.